Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Osiris New Dawn. Da warst du mal kurz AFK im Spiel, weißt du, haben wir ein Käffchen getrunken und so und kommt zurück. Und was ist hier? Ist wieder Stress vor der Hütte. Roboter erledigt. Ist schon nichts mehr. Der Kollege ist schon nicht mehr aktiv. Alter, wie viel sind denn hier? Die ganze Familie oder was? Hoffentlich gibt es später so automatische. Ne, mach die Tür mal auf. Automatische Verteidigungsanlagen, das wäre ja, glaube ich, sehr sinnvoll. Eins ist tot, Nummer zwei packt hier noch. Schlechter Specht. Haben die denn jetzt irgendwas kaputt gemacht? Ja, ne? Ja, dann nochmal hallo und herzlich willkommen. Was machen wir in der Folge? Wir brauchen immer noch Rubber, wir brauchen immer noch Lithium und wir brauchen ein bisschen Kupfer. Ich würde sagen, das holen wir uns jetzt da oben alles. Und dann muss ich wahrscheinlich nochmal reloggen, damit unser Roboterfreund gleich da ist. Das mache ich aber dann zwischen der Folge und der nächsten Folge. Ich hoffe, dass wir jetzt hier durchkommen, ohne zu sterben. Und ich wollte da oben ja sowieso mal erkunden. Was haben wir denn hier? Da glänzt was. Gehen wir da mal schauen. Da war ich auch noch nie. Aber dann ein bisschen vorsichtig, Herr Explorer. Das ist Kupfer. Kupfer, Kupfer. Lead. Iron. Oha. Der hält aber mehr aus. Oder auch nicht. Irgendwie habe ich den Eindruck, wir kriegen immer weniger XP für die Viecher. Gut, Kupfer haben wir. Lead haben wir hier noch. Kupfer nehmen wir ein bisschen mit. Das ist auch noch Kupfer. Da kommt noch eins. So. Roll doch weg. So, jetzt müssen wir aber. Ja, das würde ich sagen, reicht erstmal. Kupfer.
mal hier oben gucken, da war ich noch nie. Aber ich glaube, ich muss mal niesen. Ich hoffe, ich komme schnell an die Taste, um das Mikro zu muten. Ansonsten leg schon mal die Kopfhörer zur Seite. Nee, Spaß. Rubberbäume sein, das sind. Da kann man nichts dran machen. Wo kriegen wir Rubber her? Wir schauen uns noch weiter um. Also hier war ich noch nie, deswegen ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob der große Sandwurm nur in diesem Krater das spawnt oder ob der überall sein kann. Der Wüstenplanet. Gehen wir hin. Gehen wir da lang. Irgendwie bin ich mal gespannt, was es noch so für Viecher gibt. Aus weiter Entfernung natürlich. Nicht, dass ich da irgendwas näher kennenlernen möchte. Was ist das da hinten? Scheint aber nicht so bewohnt zu sein hier. Oha. Kann man die denn abbauen? Nee. Was ist das? Könnte das der tote Schädel eines Wurms sein? Ich glaube fast ja. Finden wir da Rubberbäume oder Lithium? Wir gehen erstmal bei dem Skelett gucken. Boomer-Krater. Ach, das ist der ganze Körper hier. Ach so. Was? Oh, Scheiße. Nein. Mach dich weg. Boah, das war knapp. Oha. Drecksacksau. Puh. Mal sehen, was uns hier erwartet. Kann man es denn abbauen? Knochen? Mehl? Ob wir jemals wieder nach Hause finden. Das scheint auch nichts zu sein, ne? Aber cool gemacht, muss man ja sagen. Das sieht nice aus. Aber da werden wir auch nichts finden. Was sind das für Erze? Gehen wir da mal gucken. Ja, die haben wir noch nie gesehen. Könnte das Lithium sein? Magnesium. Ja, das brauchen wir nicht. Das kriegen wir auch da hinten. Ich meine, dass ja keine Viecher rumdümpeln. Dann gehen wir mal in die Richtung Wald da.
Was war das? Was? Sind wir das? Ich höre Schritte. Okay, dann gehen wir da mal gucken. Gummibäume. Zumindest eins von beiden. Lithium oder Gummibäume. Eins von beiden. Ich bin gespannt. Was denn? Oh je. Dann gehen wir mal hier gucken. Da sind gar keine Ärzte, ne? Was mit den Büschen da? Die haben wir in der Form auch noch nicht gesehen. Vielleicht ist das was. Euch irgendwas machen? Ja. Ja. Da ist ja auch nicht. Wo kriegen wir Gummi her? Bist du? Plutonium brauchen wir auch nicht. Bist du? Wollen wir es kennenlernen? Nee, wollen wir nicht. Was denn? So friedlich. Bist du friedlich? Oder andersrum gefragt, was bist du? Sieht aus wie ein Hirschkäfer, ne? Kolossus. Nee, komm. Wollen wir uns nicht mit anlegen, mit Kolossus. Lithium. Unsere Basis müsste in der Richtung irgendwo sein, ne? Das könnte Pilzbaum sein. Dann haben wir schon mal zumindest das Thema Gummi fertig. So, und auf dem Weg dahin bitte jetzt noch Lithium. Was bist du? Titanium. Das ist alles Titanium, ne? Da hinten scheinen auch noch Erze zu sein. Können wir mal dezent dran vorbeischauen. Ich glaube, das ist auch nur wieder Aluminium oder irgendwie sowas. Eisen. Noch schlimmer. Ja.
ruhig, Kollege. Tief Luft holen. Alles gut. Das Plutonium. Was sind das da unten dann? Magnesium. Magnesium, Plutonium. Da krabbelt auch wieder irgendwas unten. Uhuhu. Diese Asseln, okay. Du bleibst schön da, ne? Ich hoffe, das sind jetzt wirklich die Rubber Trees, von denen ich bei Google gelesen habe. Und Google weiß alles. Alles. Ja, Rubber Trees. Nice. Jetzt bist du? Magnesium. Ja, dann machen wir uns die Taschen jetzt voll mit Gummi und dann würde ich sagen, erstmal ab nach Hause. Oh je, das kann natürlich jetzt dauern. Fällt das auch auf den Boden? Nee. Oh je. Wie stackt denn das? Jetzt haben wir nicht immer ein 3er-Stack. Ne, 16er-Stacks, schön. Dann nehmen wir reichlich mit. Was man alles so auf einem Planeten finden kann, ne? Mitten im Nirvana, irgendwo in irgendeiner Galaxie. Da findest du alles. Was sagt er? Da kommt noch ein bisschen noch. Machen wir zwei Stacks noch und dann ist Schluss. So. Hier kannst du es auch aufheben. Ja, super. Doch. Ja, jetzt haben wir nur noch das Lithium-Problem. Ich finde mal auf der anderen Seite entgegengesetzt, wo wir waren. Vielleicht da mal was. Wäre schön, wenn wir schon ein Fahrzeug hätten, das wäre nice. Mal wesentlich schneller voran. Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen safer. Was ist das hier? Okay, das ist nix. Die Folge machen wir jetzt ein bisschen länger, bis wir zu Hause sind. Zu Hause ankommen. Wenn es hier der Abhang ist, glaube ich, müssen wir rechts daran vorbei. Build Beacons. Achso, wir müssen, können die fahren überall hin. Ja, gut. Es ist auch noch Nebel, Leute.
jetzt der Wurm kommt, dann habe ich verkackt. Nee, wo ist unsere Basis? Oh je, Mine. Was Sie sehen, sehen Sie nichts. Lass mich raten, jetzt wird es auch noch düster. Kann mal jemand den Nebel wegmachen? Ich sehe doch nichts. Wie soll ich ihn nach Hause finden? Dich da hinten sehe ich. Mistvieh. Ja, nützt alles nichts. Dann machen wir hier einen Cut. Und dann warte ich ab, bis es wieder hell wird, weil so komme ich nicht weiter. Und jetzt neu starten kann ich auch nicht, weil wir haben nicht abgespeichert. Dir da draußen wünsche ich jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.